8. Zweiter 7, Versuch. Für 6, das Finale. 5. 4. 3. Und am besten kommt wieder Flausi vorbei. Vorne weg. Da hinten wird gekämpft. Ja. Flausi kommt gut weg. Der macht gleich mal seine Joker-Lap. Und reißt sich als Zweiter ein und lässt sich da in den Fehler jucken. Nicht schlecht. Und dann noch ein Fehler. Und damit fällt er halt zurück. Und das nutzen wir. Dann müsste der Mirko sein. Und der Fromm. Wir nutzen jetzt beide aus. Die sind in Führung. Morgenstern Fromm. Der René Sagave. Und dahinter der Flausi bzw. Marcel hier. René lässt hier von Marcel. Vernassen. So, alle haben ihre Zucker unter hinter sich. Und Flausi nimmt Anlauf auf Platz 2. Beziehungsweise er versucht den Zweitplatz nicht zu überholen. Aber das wird nicht einfach werden. Okay, elegant auf der Geraden vorbei. Wahnsinn. Wo hat dann die Power hergeholt? Hat einfach mal ein bisschen gezaubert. Oh, alter Schwede. Ein Hammer. Und vorne ist jetzt Mirko doch schon ein paar Meter weg. Und Flausi muss wieder anfahren. Überholen. Noch eine Minute. Ja, noch ein Fehler. Und dann kommt der Hintergabe von hinten. Aber der fährt einfach nur sauber im Moment, aber hat nicht wirklich eine Chance. Ah, Flausi schon wieder. Fehler. Und da ist der Wagner, der Frank. Na, jetzt schon so ein schönes loses Heck. Na? Flausi noch ein Fehler. Das ist natürlich überhaupt nicht kontraproduktiv. Also, der Sieg geht hier an. Okay. Nee, ah, Mirko kommt da nicht wirklich vorbei. So, damit. Mirko, Lauf 1. Gewonnen. Und mal sehen, was hier los ist. Flausi. Ah, Probleme. Hat ja die ersten Läufe gewonnen. Und jetzt warten wir auf ihn. Ach, wir haben das schon auf 4 Läufe. 1, 2, 6, Flausi, 5, Sagave, 4, 3, Stern, Fromm. Ja, Flausi kommt wieder super weg und Morgenstern hinten dran und Flausi Fehler. Mal sehen, ob jetzt der Mirko da den ersten Lauf noch gewinnen kann. Aber hat er auch den Lauf gewonnen und darf sich natürlich jetzt in Flausi hier mitnehmen. Wow! Die gehen gleich in die Runde rein, aber der Glück gehabt, dass er gleich hier. Oh, schöner Crash. Ja, sieht natürlich schön aus. Jetzt hat er Glück gehabt. Oh, Morgenstern geht in den und geht vor ihm rein. Ja, Alter. Der war natürlich nicht so schön. Aber er ist natürlich hier rausgekommen und jetzt kommt hier der Sagawa am. Sagawa am Flauschi dran. Die ersten drei Morgenstern, Schmidt, Sagawa. Jetzt. Toller Lauf, ne? Jetzt soll man sich natürlich auch keinen Fehler leisten. Ne? Kann ganz leicht kann passieren, dass man irgendwie im Hängen bleibt. Flausi ist das jetzt gerade passiert, weil Sagave ist gerade vorbei. Mal sehen.
Das wäre jetzt natürlich ein Ding. Ah, das schenkt hier nach dem Setzen auf. Und ihr habt gesehen, erste und zweite Runde. Also in der ersten Runde war der Sardave, der René. Und in der zweiten Runde war Morgenstern zur Sokolab-Trainer. Na, jetzt hat Sardave ganz kleinen Fehler gehabt. Coole Sache hier. Wenn ihr überlegt, ne? Sein erstes Rennen mit dem Leihwagen. Alle Morgenstern. Und hier René kriegt Druck von Flauschi. Also hier. Die beiden kämpfen jetzt hier um den zweiten Platz. Wie gesagt, 3 Minuten wird hier gefahren. Eine Sugarlab. Alter, fährt er schön innen rein. Aber da gab es auch Niente. Da ist sein Platz. Oh, jetzt außen. Alter. René, der lässt sich das nicht gefallen. Der will da. Der will unbedingt Zweiter werden in dem Lauf. Ja, das scheint mir so zu reichen für ihn. Und Morgenstern hier in Thüringen. Ja, das wird er sich wohl nicht mehr nehmen lassen. Alles fertig. Drei oder zwei? Und kein Gewinn. Ja, okay, gut, dann danke.